Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörer, es geht weiter mit den Fechtschulen, dem Fechtevent der frühen Neuzeit. Und diesmal wollen wir so ein bisschen den Blick Richtung Nürnberg schweifen lassen. Da haben wir nämlich neben den Berichten zu einigen Fechtschulen auch eine Fechtschulordnung, die erhalten ist, in der super spannende Dinge drinstehen. Das ist der zweite Teil. Letzte Folge war der erste Teil. Wir geben nochmal eine kleine Zusammenfassung am Anfang, aber es wäre natürlich ganz geschickt wahrscheinlich, wenn ihr den letzten Teil zumindest zum Großteil gehört hättet. Und ja, Fechtschulen, einfach super spannendes Thema. Wie immer mit mir, Alexander, und dem Michael. Hallo Michael. Hallo Alexander. Ja, also am besten gleich das Double Feature hier gönnen zum Freitag. Ja. Was man trotzdem noch mal kurz erwähnen sollte, dass das ganz klargestellt ist, es geht hier nicht um die Fechtschule als Organisation, die Leuten Fechten beibringt, sondern um das Event Fechtschule. Ja, das war so ein Sportevent, aber da kommen wir gleich dann noch mal dazu. Und ist ganz spannend, an dieser Stelle erstmal vielen Dank an Werner Überscher aus dem vom Schwertbund Nürnberg. Der hat nämlich der ist ein Stadtarchiv von Nürnberg und hat da mal die Chroniken durchsucht und hat die für uns interessanten Teile, nämlich die über die Fechtschulen, rausgezogen und transkribiert. Selbiges mit der Fechtordnung. Das ist total super, weil das gab es vorher nicht als Veröffentlichung. Gibt es als PDF auf deren Homepage, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und darauf werde ich mich jetzt hauptsächlich beziehen, wenn ich über die Fechtschulen in Nürnberg erzähle. Chronik bedeutet, da hat jemand relevante Dinge über Nürnberg aufgeschrieben. Da steht alles Mögliche drin. Ja, auch so wie bei Nürnberg gab es ja Reichstage zum Beispiel. Da kam halt dann im Jahre sowieso der Kaiser Friedrich und hat dann Reichstag abgehalten, anno 1487 zum Beispiel. Und wie letzte Folge schon erwähnt, stehen hier eher Dinge drin, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Aber man erfährt hier doch auch relativ viel über die Fechtschulen. Zum Beispiel haben wir hier aus dem Jahre 1590 den Eintrag. Ja, so am 25. Juni 1590, da war eine Fechtschule in Nürnberg, Klammer auf, wie dann damals alle Sonntag gebräuchlich. Das heißt, da gab es einfach jeden Sonntag eine Fechtschule. Das sind ja traumhafte Zustände, oder? Ja, absolut. Werner meint allerdings dann in den Beschreibungen, dass nicht ganzes Jahr Saison war, sondern dass die Saison so nach Ostern losging und dann so, ja, bis dann halt quasi Ende Herbst, bis es in den Winter hineinging, also dann wahrscheinlich so September, Oktober. Ja, das habe ich auch gelesen in dem Buch, was wir letzte Woche sozusagen ein bisschen analysiert haben oder besprochen haben zu den sechs Fechtschulen, dass die auch unter freiem Himmel im Hof abgehalten wurden. Und da erklärt sich das dann schon mit der Saison, dass man da so Ostern bis Oktober, um dann nicht irgendwie bei Minusgraden fechten zu müssen, dass man das in diesen Zeitraum legt. Spannend ist dann, dass es irgendwann dazu ging es los, dass, nennen wir sie mal gewiefte Wirte, ein Geschäft gewittert haben und dann einfach in größeren Wirtshäusern, die ausreichend Platz hatten, muss man auch dazu sagen, Wirtshäuser hatten, also heute ist das ja im Wesentlichen nur der Barraum, aber es gab halt damals auch schon Wirtshäuser, die eine Tanzfläche hatten oder einen Ballraum, wie man immer man das nennen möchte, wo halt Veranstaltungen drin abgehalten werden konnten und der nicht dauerhaft bestuhlt war. Das heißt, da konnte man einfach ein paar Möbel rausräumen oder er war eh schon leer und konnte eine Fechtschule drin machen. Und es gab in manchen Städten dann auch eigene Gebäude, die vor allem für so diese Fechtschule genutzt wurden. Kann man sich ja auch überlegen, ne? Wenn ich jetzt jeden Sonntag eine mache, das lohnt sich dann schon irgendwann. Ja, man könnte, habe ich gerade überlegt, wenn das Gathering mal wieder stattfindet, da ist ja diese Abendveranstaltung, aka Bierdeckel werfen, auch in diesem Wirtshaussaal, wenn man dort einfach die Bänke und Stühle so ein bisschen an die Seite packt, dann könnte man auch das gesamte Gathering dort abhalten, oder? Ja, ich glaube, da machen wir uns nicht beliebt. Ich glaube, wir haben uns sowieso schon nicht so sonderlich beliebt gemacht dort in diesem Wirtshaus. Wahrscheinlich nicht. Und interessant ist zum Beispiel ein Eintrag von 1582. Und zwar war da der Kurfürst in Augsburg, und zwar der Herzogin Augusti Kurfürsten zu Sachsen. Und der hat da neben der Stadt gelagert und
Der kam dann auch in die Stadt, ja, also großes Ereignis wurde in der Chronik festgehalten und an dem Sonntag wurden, ja, wie es halt so war, eine Fechtschule abgehalten von einem Kürschner-Gesellen und Marx' Bruder mit Namen Melchior von Hahn. Das war ein berühmter Fechter, das steht hier auch noch explizit erwähnt. Und interessant ist hier, der Kurfürst hatte Trabanten dabei. Trabanten kann man so ungefähr übersetzen mit Leibwächter. Also, ja, Leibgarde, Leute, die ihn bewacht hatten. Und das waren Leute, die halt auch dementsprechend durchaus befähigt sein sollten, zu fechten. Und die haben sich dann mit den lokalen Fechtmeistern angelegt und haben da mit denen Fechtschule gemacht. Ja, also Kurfürst war da und seine Leibwächter so, ja, komm, hier, machen wir ein bisschen Remi-Demi, das klingt doch lustig. Und im Endeffekt steht drin, dass sie den Fechtmeistern heftig zugesetzt haben, aber sie konnten ihr am Ende doch nichts abgewinnen und es war eine große, volle Schule und da kam ordentlich Geld in die Kasse. Das ist, ja, kann man jetzt natürlich überlegen, ob die Chronik vielleicht ein bisschen vom Lokalstolz auf den Fechtmeister gefärbt war oder nicht, aber ich finde es schon mal schön, dass so, ja, ich habe halt da so ein paar Leute dabei, die passen auf mich auf und war halt Fechtschule, dann machen wir da halt mal mit. Ist ja, wie soll ich sagen, ist, glaube ich, heute nicht anders, ne? Fährst ja auch mit deinem Verein oder deiner Gruppierung irgendwo hin und dann denkst du dir, ja komm, lass mal aufs Maul hauen. Da muss ich aber auch sagen, gerade was Leibwächter angeht oder Bodyguards, wir hatten es letzte Woche ja auch davon, ob ich schon auf vielen Hochzeiten, ob ich überhaupt auf einer Hochzeit war. Ich habe lange in der Gastro gearbeitet, dementsprechend war ich auf vielen Hochzeitsfeiern beruflich tätig, wahrscheinlich auf über 100. Und da trifft man auch durchaus zwischendurch mal Politiker, wenn die von irgendeiner lokalen Firma eingeladen werden. Und wenn die noch aktiv im Amt sind, haben die durchaus auch mal Bodyguards dabei. Und das sind aber jetzt nicht so die Typen. Also die sind sehr, sehr business und sehr professionell. Also so ein, also das sind gut trainierte junge Herren, wo sich die Mitarbeiterinnen immer gerne mit denen unterhalten hätten. Aber da waren die, da haben die komplett abgewiegelt. Die waren voll professionell, ja. Die hätten da nicht noch ein bisschen, wenn da irgendwo ein Boxring gestanden wäre, gesagt, ja, da machen wir noch mit. Ja, damals war es anders, ne? Die guten alten damals Zeiten. Die guten alten Zeiten. 6 Jahre später ist dann der nächste Eintrag zu einer Fechtschule, das heißt 1588. Zu der Fechtschule selber gibt es, die wurde im Heilsbrunner Hof abgehalten. Ja, also da haben wir sogar eine Ortsangabe, das ist ganz spannend. Das ist wohl in der Nähe von der Lorenzkirche in Nürnberg. Und da wurde erwähnt, dass am Sonntag ein Gerüst zusammenfiel, auf dem Leute standen und ja, da hat sich dann ein junger Weber wurde da beschädigt und es hat einem Tuchmacher die Beine in zwei geschlagen. Ja, also der hat sich da verletzt, weil irgendwas auf ihn draufgefallen ist oder er ist runtergefallen. Ups. Wobei ich nicht weiß, ob in zwei tatsächlich heißt, dass das mehrere Stücke waren oder ob das nur heißt, der Knochen war halt gebrochen. Oder hat sich irgendwas am Bein getan, dann sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Oder wie es bei euch heißt, am Fuß. Ja. Ja, und so sind halt ein bisschen diese Einträge gestaltet. Also mal sind sie ein bisschen ausführlicher, mal weniger ausführlich. Aber es ist halt immer so dieses, es ist irgendwas Interessantes passiert. Und das ist jetzt sehr schön. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal auf die Marx-Brüder und Federfecht zu sprechen. Und zwar 1589. Da haben sich die zwei Wirte gestritten. Und zwar einmal der die Fechtschule im Heilsbrunner Hof abhalten wollte und dann anderen vom Goldenen Stern, also heute Goldener Stern würde man heute sagen. Und da hat der ehrbare Rat, also der Rat der Stadt Nürnberg, erlassen und verordnet, dass die Federfechter jetzt im Heilsbrunner Hof ihre Fechtschule machen sollen und die Marx-Brüder im Goldenen Stern. Also, dass es hier nicht zum Zank kommt, ja, wird das fair aufgeteilt. Der eine darf beim einen Wirt und der andere darf beim anderen Wirt. Das erinnert mich an Todesstern Stuttgart, die Star Wars Synchro von Dudokai, wo dann der Admiral am Ende sagt, ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier weiter Raum einzuräumen und treffe jetzt eine alleinige Entscheidung. Ja, genau. Marx-Brüder da, Federfechter da. Ja, jetzt sollte man vielleicht noch erklären, was waren das mit den Federfechtern, mit den Marx-Brüdern? Also, die Marx-Brüder waren beide waren große Fechtergilden. Und
die beiden dominanten Fechter gelten. Es gibt noch so eine Erwähnung von den Lux-Brüdern, aber über die wissen wir quasi nichts. Also wahrscheinlich waren die nicht so wahnsinnig groß. Und Kaiser Friedrich III. Hat, und da haben wir die entsprechende Urkunde von, einen Privilegienbrief erlassen am 10. August 1487 in Nürnberg. Und zwar hatte den Marx-Brüdern das Recht gegeben, dass niemand, der nicht von ihnen zugelassen worden ist, sich Meister des Schwertes nennen oder Fechtschulen abhalten durfte. Ja, das heißt, man musste Marx-Brüder sein und man musste bei den Marx-Brüdern den Rang des Meister des Schwertes erlangt haben, um überhaupt eine Fechtschule abhalten zu dürfen, vom Kaiser mit einem Privilegienbrief zugesichert. Später sind dann irgendwann die Federfechter entstanden, wobei Federfechter auch schon nur der Kurzname ist. Und die haben sozusagen, waren quasi direkt die Konkurrenz, Konkurrenzvereinigung zu den Marx-Brüdern, was den Marx-Brüdern natürlich nicht geschmeckt hat. Und die haben dann, ich glaube, knapp 200 Jahre später auch das Recht gekriegt, Meister des Schwertes zu nennen. Und das hat, wie man sich denken kann, zu Streit geführt. Und wir erwähnten das mit den Schulbesuchen in der letzten Folge. Es muss wohl so gewesen sein, also auch bevor die Federfechter sich sozusagen organisiert hatten, gab es natürlich immer mal wieder einzelne Fechtmeister, die halt nicht auf dem Zuge waren, dass sie sich jetzt den Marx-Brüdern anschließen wollten, warum auch immer. Und die so ein, ja, ich bin jetzt ein freier Fechtmeister. Und wenn die Marx-Brüder das Blitz gekriegt haben, kam es wohl auch vor, dass die dann halt mal einen Besuch abgestattet haben. Der lief dann mitunter nicht so ab, dass man da dann Käffchen getrunken hat und das ausdiskutiert hat, sondern da sind auch mal die Fäuste oder die Schwerter geflogen und den Leuten wurde ganz klar gemacht, so, hey, du bist jetzt hier, entweder machst du bei uns mit oder du lässt diese Fechterei hier jetzt. Mhm. Also auch das eine gute Kampfkunsttradition eigentlich, das gab es ja bei uns auch noch bis in die 90er. Woher, oder weißt du, woher dieses Marx-Brüder, also das Marx kommt? Das ist ja, Marx-Brüder ist ja auch nur die kurze Fassung ihres Namens. Der volle Name lautet Brüderschaft unserer lieben Frauen, der reinen Jungfrau Maria und des heiligen und gewaltsamen Himmelsfürsten St. Marx. Also von Mars sozusagen. Nee, St. Mark. Aha, okay. St. Mark. Und was wissen wir über St. Mark? Das war ein Heiliger, den habe ich jetzt nicht mehr recherchiert. Keine Ahnung, was der so getan hat. Okay. Ich habe noch in den bei den sechs Fechtschulen das Pendant dafür. So scheint es bei den bei den Federfechtern St. Viti zu sein. Zumindest wird er da auch erwähnt in Verbindung mit einem Federfechter. Da bin ich aber auch, also mehr als diese Info, die jetzt hier steht, oder der Name, bin ich nicht so tief in der Materie. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu genauere Informationen habt, dann schreibt uns doch gerne oder lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr Infos zu St. Mark und St. Viti habt und wie die vielleicht in Verbindung mit den Federfechtern oder Marx-Brüdern stehen. Ich habe ja nochmal nachgeschaut, also ich bin bei Heiligen und so nicht so firm, aber es ist wahrscheinlich der Apostel Markus gemeint. Ja, machen wir nochmal irgendwann eine eigene Folge über die beiden Vereinigungen. Da gehen wir dann auf diese Sachen auch nochmal ein bisschen detaillierter ein. Aber das ist jetzt so die Kurzfassung. Ja, die einen hatten halt das Recht, Fechtmeister zu ernennen und Fechtschulen abzuhalten. Es gab freie Fechtmeister, die haben sich irgendwann organisiert und da gab es quasi zwei Fechtgilden auf einmal, die sich lange Zeit nicht so gut verstanden haben, aber irgendwann hat man sich dann geeinigt. Und das waren halt so die zwei großen im Heiligen Römischen Reich. Und also, ja, machen wir eine eigene Folge, aber die gab es noch durchaus länger, als man so denken könnte. Wer etwas auf sich gehalten hat, war bei den Marx-Brüdern oder Federfechtern. Ja, oder musste. Ja. So, aber jetzt kommen wir mal zu den, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanteren Fechtschulen. Und zwar, besagte Fechtschule von 1590, wo das drinsteht wir haben halt eigentlich jeden Sonntag Fechtschulen gemacht. Da kam es nämlich auch zu einem Todesfall und der ist relativ ausführlich beschrieben. Und zwar hat da ein junger, starker Färbersknecht, der beim Endres Rinder beim Hieserlein gearbeitet. Und der war ein Federfechter und
der hat gegen einen Zimmermann namens Paulus gekämpft, der ein Marx-Bruder war. Und der Endres hat das Rapier aufgehoben und immer den Paulus gefordert. Und eigentlich wollte der nicht so richtig, der hat sich geziert, der wollte eigentlich nicht fechten. Und eigentlich ist es ja, wie wir in der letzten Folge erwähnt hatten, schon so, man konnte den anderen sozusagen so fordern und er konnte dann annehmen, aber musste auch nicht zwingen, gerade auch wenn es irgendwie böses Blut gab. Aber in dem Fall haben die sich davon, hat er sich dazu überreden lassen, dann doch mit dem im Rapier zu fechten. Und im dritten Gange stach der Zimmermann Paulus den Färbersknecht, genannt Hermann Meyer, bei Hamburg in Sachsen oben in die Stirn. Ja, also vielleicht ins Auge, das ist mir nicht ganz klar, ob sie da mit Stirn jetzt wirklich gemeint haben, durch den Knochen oder nicht. Wobei wahrscheinlich ist es wirklich in die Stirn, weil das steht dann später noch da, dass der durch die Hirnschale gegangen ist. Und der Färbersknecht, der hat dann quasi in seinem Todeskampf den Rapier aus seinem Kopf wieder rausgezogen. Der andere hat quasi den in den Kopf gestochen, hat sofort den Rapier losgelassen. Der Färbersknecht im Todeskampf hat den Rapier aus sich rausgezogen und ist dann auch sehr bald verstorben. Mhm. Und die haben ihn dann ganz ehrenhaft bestatten lassen, wird ja auch nochmal explizit erwähnt, und haben dann den Paulus in das Loch geführt, also sozusagen ins Gefängnis. Und darin hat er eine gute Zeit gelegen. Es ist jetzt hier nicht der genaue Zeitraum angegeben, keine Ahnung, was eine gute Zeit heißt. Und letztendlich haben sie ihn aber wieder rausgelassen und die Konsequenz war dann, sie haben ihm das Fechten und die Wirtshäuser in Nürnberg verboten. Puh, also da war es mit Repressalien verbunden, jemanden abzumuxen. Genau, aber aus heutiger Sicht ist es jetzt vielleicht auch nicht so, also es klingt jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Und es steht hier noch ein Verweis drin. Und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das ein Jahr vorher oder ein Jahr später war, dass der Paulus in Frankfurt auf einer Fechtschule einen Goldschmiedegesellen im Wesentlichen auf die gleiche Weise erstochen hätte. Mhm. Der war ja ganz schön abgeräumt sozusagen. Ja, da haben sie aber einen Hans Weiß auch in das Loch gelegt, der die beiden dazu angestachelt hat. Ja, also sozusagen, da wollten sie eigentlich auch nicht miteinander fechten und dann gab es diesen Hans Weiß und der soll sie dann angestachelt haben, dass sie doch gefochten sind, dann ist einer gestorben. Auch hier wieder wurde ins Loch gepackt, der Hans gleich mit und der Hans steht hier aber zumindest, wurde dann wieder rausgelassen. Über den Paul steht hier nichts weiter. Ja, also es hatte schon Konsequenzen, aber dafür, dass da jemand bei gestorben ist und dass der gleiche gleich zwei im Rapier erstochen hat. Ich wollte gerade sagen, also der Paul war schon mal im Knast deswegen für Leute abmuxen auf einer Fechtschule. Und dann durfte er aber trotzdem nochmal auf eine Fechtschule. Und nachdem er dann wieder jemand abgemuxt hat, da hat man gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt darfst du hier nicht mehr mitmachen. Also er hat ja in Nürnberg jemand erstochen und wurde dann auch in Nürnberg aus Wirtshäusern und Fechtschulen verbannt. Und das andere war halt in Frankfurt. Ne? Das war eine andere Stadt. Alles klar. Ja, das war auch interessant. Ne? Da gab es dann nicht irgendwie so, ja, wie wir es heute haben, bundeseinheitliches Fechtverbot. Sondern hat dann jede Stadt gesagt, ja, du darfst jetzt hier nicht mehr dabei sein. Und ging wahrscheinlich jetzt auch keine Rundmail an alle Fechtschulausrichter. Wahrscheinlich nicht. Das ist aber tatsächlich ein so großes Ding gewesen, dass da jemand gestorben ist, dass sie ein Lied drüber gedichtet haben. Und das ist auch ziemlich, ja, oder was heißt ziemlich lange? Also es ist auf jeden Fall, es geht hier ausgedrückt über 2,5 Seiten, 118 Strophen. Und also es ist schon auch ein bisschen lustig. Ich meine, das ist so natürlich eine traurige Angelegenheit, dass jemand beim Fechten auf der Fechtschule gestorben ist. Aber die Art und Weise, wie dieses Lied anfängt, hört wie ein traurig Geschicht, ist wahr und nicht erdicht. Davon will ich euch singen, hoffe es soll mir gelingen. Vom Fechten so Elende, traurig und gar behende. Also es fängt schon mal damit an, dass das hier True Facts sind und nicht irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat. Ja. Schon mal dazu erwähne, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zweite Strophe ist dann, als man zählet für wahr 1500 Jahr und 90 zu der Frist, dieses die Jahrzahl ist, den 28. Tage Juni, wie ich euch sage. Ja, also man hat das auch ganz genau datiert und halt genau beschrieben. Und da wird es halt auch nochmal aufgegriffen, dass es eine Fechtschule in Nürnberg war und dass da im güldenen Stern die stattgefunden hat. Und dass die Fechter dann die Waffen aufhuben, jeder nach seinem Begehren, taten sie einander gewähren und fechten, mit Fechten und Springen täten es zusammen dringen.
Und da geht es so ein bisschen so um andere Leute, was drumherum passiert, dass ein Jan von Augsburg noch mit einer Helleparde gefochten hat gegen den Zimmermann. Und dass sie eigentlich drei lustige Gänge noch gemacht haben. Ne, wobei, ich lese gerade, ich habe mich hier irgendwie vertan. Ich dachte irgendwie, es geht in diesem Fechtlied um die Geschichte von den beiden, aber die haben ja im Rapier gefochten. Ja. Ah ne, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Ich habe mich verlesen, weil es fängt damit an, dass erstmal zwei mit den Hellebarden miteinander fechten. Das ist aber sozusagen noch die normale Beschreibung davon. Die fechten miteinander, da wird die Hellebarde niedergelegt nach den Gängen und dann war's das. Ja, also ich nehme an, das ist so ein bisschen auch ein Positivbeispiel, so läuft es normalerweise ab. Und dann erzählen sie eben nochmal die Geschichte, wie das mit dem Paulus ablief. Das war nicht alles schlecht auf der Fechtschule. Ja, so ein bisschen. Ja, und dass eben der Färber eigentlich gar nicht wollte, aber der Paulus ihn dann halt davon überzeugt hat, dann doch zu fechten und dass das halt alles nicht so das Ideale war. Also es ist natürlich unklar, wie viel dieses Lied dann gesungen wurde, aber weil du das auch angesprochen hast, da haben die Leute nicht die Rundmail gekriegt. Also ja, vielleicht war das ja auch so eine Variante davon zu sagen, hey, dieses Lied, das wird dann halt gesungen und dann weiß man, ah, der Paulus und das, ja, und auch so ein bisschen dieses Mahnende, so ein, also würde ich so verstehen, hey, wenn du eigentlich in der Waffe nicht fechten möchtest, dann sollst du dich vielleicht auch nicht dazu überreden lassen. Ja. Ist ja auch heute noch wahr, würde ich sagen, ne? Wenn man das einfach partout nicht möchte. Ich sag mal, heute hat man natürlich den Vorteil, dass wir Schutzausrüstung tragen und vor allem Masken. Das heißt, mit dem Rapier durch die Schädeldecke oder ins Auge gestochen zu werden, ist dann hinreichend unwahrscheinlich, sodass wir das machen dürfen. Also das Fechten. Aber wenn man das so, wenn man da kein gutes Gefühl hat und das so gar nicht möchte, ist vielleicht auch heute noch keine gute Idee, das dann irgendwie sich nur überzeugen zu lassen. Ja. Werner argumentiert dann auch noch in den Kommentaren zu den Transkriptionen, also der Werner Überscher, dass man sich bei der Zielsetzung der Chronik auch so ein bisschen noch überlegen muss, dass es auch ähnlich wie heute in den Medien natürlich auch um Dinge gab, die so ein bisschen die Sensationslust befriedigt hatten, also nicht nur außergewöhnlich waren, so die, heute hat die Liesel außergewöhnlich viel Milch gegeben, sondern halt so ein, was, das echt, oh, das ist da passiert, krasse Sache. Ja, so ein bisschen Bildzeitung des 16. Jahrhunderts sozusagen. Ich wollte nicht ganz Bildzeitung sagen, aber man kann es sich vorstellen, sagen wir mal. Fechtschule in Nürnberg, drei Tote. Auffahrunfall auf der A8, 50 Tote. So, und dann haben wir aber eben nicht nur diese Berichte von den Fechtschulen selber aus Nürnberg, sondern auch die Fechtordnung des Ehrbaren Rates zu Nürnberg. Und jetzt nochmal, kurz nochmal einen Schritt zurück. Ja. Also der Ehrbare Rat, weißt du, was das ist? Einfach der Rat der Stadt, der hat sich selber immer als ehrbar bezeichnet in diesen ganzen Texten. Mhm. Und der hat jetzt gesagt, pass auf, wenn ihr hier in Nürnberg fechten wollt, dann bitte haltet euch an diese Ordnung. Ja, und da wurden auch Strafen festgelegt. Oh, die sind da auch erwähnt? Die sind tatsächlich auch erwähnt. Aber jetzt bin ich gespannt. So, also wir hatten das in der letzten Folge schon, womit das anfängt, ist mit den Reimen lustigerweise, weil ja, wenn die Fechtschule angeschlagen wurde, also man hat quasi das zum Beispiel irgendeine Tafel irgendwo hingehangen, beziehungsweise es gab auch die Variante, dass man ein Schwert quasi irgendwo hingehangen hat, um auch zu zeigen, dass man jetzt hier der Ortsansätze, dass jetzt ein Fechtmeister quasi da ist. Und da sollte man eben nicht mit anzüglichen oder ehrenrührigen Reimen das Ganze machen, auch nicht, wenn man auf der Fechtschule dann miteinander gefochten hat oder um sich zu provozieren. Und ebenso sollen nicht Leute, also Zuschauer, in die Schranken laufen und die Fechter hindern. Das, ja, also man merkt hier schon, es geht so ein bisschen auch um dieses Thema Anstand, aber wenn man sich mal wegdenkt, dass das jetzt eine Fechtschule im 16. Jahrhundert ist, oder 1601 sogar, so Anfang 17. Jahrhundert. Wenn man sich einfach so ein Fußballspiel vorstellt, ja, wo es ein bisschen ruppiger zugeht, das würde ja auch 1:1 passen. So, nein, es soll keiner aufs Spielfeld laufen und das Spiel behindern und liebe Eltern, bleibt dort, wo ihr seid. Ja, genau. Und die haben ein ganz interessantes Mittel, wie sie verhindern, dass Leute aufs Feld laufen. Und zwar, da sollte am Rand vom Feld eine Truhe aufgestellt werden, also innerhalb der Schranken noch. Und wenn dann jemand die Schranken betritt, die gar nicht fechten wollen,
so soll man denen den Hut oder Mantel pfänden und in die Truhe legen, dass die den hinterher für die Strafe wieder auslösen müssen. Und wenn sie das nicht machen, soll man sie ins Loch legen. Mhm. Ja, also so ein, du hast jetzt hier das Ganze gestört, zack, Mantel, Hut weg und dann am Ende kommst du halt kleinlaut und gibst deine Gulden ab und dann kriegst du wieder. 10 Kreuzer hat das gekostet. Das wäre also natürlich interessant, was das jetzt nach 500 Jahren Inflation bedeutet. Ja, genau, da kenne ich mich leider gar nicht aus. Es gibt auch ein interessantes Paper, das können wir vielleicht auch verlinken, wo jemand das Gehalt eines Fechtmeisters umgerechnet hat, jetzt nicht auf Fechtschulen an sich bezogen, sondern auch wie viel so Einzel- und Gruppenunterricht gekostet hat. Und die waren am Ende bei dem Punkt, dass es ungefähr den heutigen Preisen von der Gym-Mitgliedschaft entspricht. Also nicht in Deutschland, bei uns ist im Verein ja alles günstiger, aber so irgendwie, ja, so 200 Euro im Monat. Hulala. Ja, das ist aber tatsächlich üblich. In Amerika kostet es auch $200 ganz regulär für irgendeinen Sportverein, also nicht Sportverein, aber für irgendein Mitglied in irgendeiner Schule oder so. Das ist nur bei uns so günstig. Mhm. Aber zurück zu der Fechtordnung. Hier steht, desgleichen soll auch an jeder, dem ein Fechtschul zu halten erlaubt wird, um 12 der kleinen Uhr nach Mittag von seinem Haus aus und führt es ohne weitläufiges Umschweifen in dem dazu bestimmten Ort aufziehen, als das auf das längste eine halbe Stunde nach gedachten seinem Aufziehen mit dem Fechten ein Anfang gemacht werden soll. Was heißt das? Also man soll nicht, wenn man eine Fechtschule organisiert und das die Erlaubnis dazu gekriegt hat, das hat man zum Beispiel beim Rat angefragt, ja, so darf ich eine Fechtschule machen, okay, dann soll man als Veranstalter einfach von seinem Haus direkt zu dem Platz gehen und mit der scheiß Fechtschule anfangen und nicht noch dreimal durch die Stadt laufen und Mordsradau machen, dass alle Leute das mitkriegen und dann mehr Zuschauer bei der Fechtschule sind. Du hast beschrieben, dass man spätestens eine halbe Stunde nach dem angedachten Erscheinungszeitpunkt soll die Fechtschule dann auch losgehen, oder? Ich das jetzt, ja, genau. Ja. Genau, also maximal eine halbe Stunde Verspätung. Das kostet 2 FL, wenn man das nicht so macht und wenn man da dagegen verstößt. Jetzt weiß ich nicht genau, für was 2 FL die Abkürzung ist. Und ja, dann kommt das mit den Reimen sogar nochmal, was schon in der Einleitung stand, dass die gefälligst ehrlich, löblich und mit Alters bei den... Moment. Die sollen einfach ehrlich und löblich sein. Und wie mit Alters bei, also wie mit Alters bei den Fechtern herkommen und gebräuchlich gewesen. Also so die guten, traditionellen, nicht den neumodischen Schweizkrams da. Mhm. Und, wichtiger Abschnitt, die sollen, und da steht extra noch drin, es gebietet ein ehrbarer Rat auch hiermit ernstlich, man kann sich das Ausrufezeichen denken, dass die scharfen, zugespitzten Wehren, also die scharfen Waffen, die bei einigen Fechtschulen noch getragen werden, nicht mehr getragen und nicht darin gefochten werden soll. Mhm. Also deine scharfen Waffen sollst du gefälligst ablegen, wenn du mit der Fechtschule anfängst und du sollst vor allem nicht mit scharfen Waffenschulen bei einer Fechtschule fechten. Ja, das hat man ja auch letzte Woche, wo da beschrieben war, dass am Anfang bitte Mäntel, Rapiere und Dolche abzulegen sind. Ja, man kann sich ja auch überlegen, also auch so wie es jetzt bei so Mannschaftssportarten irgendwie heiß hergeht, jetzt hat da jeder noch einen Dolch am Gürtel. Weiß ich nicht, ob wenn die Emotionen da ausschlagen, ob man da nicht auf die Idee kommt, den vielleicht auch mal zu ziehen. Ja. Hm. Was haben wir noch? Dann wird dann noch so ein bisschen beschrieben, wie das läuft, dass man halt, wie das letzte Woche ja auch beschrieben wurde, dass man eben reingeht, die Waffe aufhebt, dann macht man seine Gänge, dann legt man die Waffe wieder ab und dann ist das okay, ja, alles soll halt schön geordnet, zivilisiert ablaufen. Und man soll eben auch nicht, wenn der Kriegswörtel da die Stange drüber hält, dann soll man gefälligst auch aufhören, ja, und nicht irgendwie drüber oder drunter noch schlagen oder so, also weitermachen, wenn es quasi an dem Stelle unterbrochen wird. Diese Fechtordnungen wurden typischerweise auch wohl verkündet, wenn die Fechtschule losging, also so wie man das heute auf Turnieren auch nochmal macht, nochmal kurze Regelbesprechung, dass auch keiner sagen kann, ich wusste von nix. Aber wir jetzt keine scharfen Waffen und ordentlich einschießen lassen, also, hat mir keiner gesagt. Ja, genau. Und dann gibt's auch wieder dieses, ja, und dann nach dem Geschehen, dann sollen sie nicht einander einlaufen und wie das Fechtengebrauch mit Fäusten zusammenschlagen würden. Ja, also man soll sich nicht hinterher dann noch kloppen. Bitte keine dritte Halbzeit, danke. Ja, genau.
Da, und wenn man das irgendwie mitkriegt, soll man da auch keineswegs irgendwie nachgeben und da mitmachen, sondern das soll man den verordneten Herren anzeigen. Ja, also da soll man die Autoritäten einschalten, da nicht selber irgendwie mitmischen. Mhm. Das wirft ja ein interessantes Blick auf die Fechter-Community der damaligen Zeit. Mhm. Genau, es gibt es noch die Variante, wenn man quasi miteinander gefochten hat oder wenn man jemanden gefordert hat, und man hat dann irgendwie Neid oder was auch immer, soll man den nicht trutzig oder in höhnischer Weise die Wehren vor die Füße werfen. Mhm. Ja, also so, wir haben gefochten, irgendwie hat man nicht geschmeckt, was da passiert ist, jetzt knalle ich dir einfach die Feder vor die Füße, nicht okay, ja. Ah, das ist so, ja, das haben wir ja auch heute noch im Regelwerk, dass so es doch bitte ein wenig gesittet zu gehen soll. Und auch wenn man Herr oder Frau seiner Emotionen manchmal nicht so ist, ist dann doch zumindest nicht am Fechtboden auszutragen. Ja, genau. Also die, sagen wir mal, Parallelen so heute sind erstaunlich. Insbesondere kommt dann auch gleich im Anschluss, man soll nicht manche Schandtaten halber jemanden dazu bringen, in einer Wehr zu fechten, indem man ihm erzählt, er sei nicht manns genug. Ja, also es ist nicht klar, ob das direkt jetzt auf diesen Vorfall einzahlt mit dem Paule, aber das ergänzt sich erstaunlich gut, so ein, ja, und man soll sich auch nicht, man darf nicht Leute irgendwie dazu überreden, mit einer Waffe zu fechten, mit der sie eigentlich gar nicht fechten wollen, indem man dann sagt, oh, bist du nicht manns genug dafür. Ja, es sind so, da zeichnet sich schon so das Duellwesen ab, denn wir hatten es ja in der Folge mit Tobias, später war das dann so ein bisschen anders, so im 18., 19. Jahrhundert. Was, ich bin nicht manns genug? Duell. Ja, genau, und das soll abgestellt werden und ist hochgradig verboten, das soll man nicht machen. Und auch die Kriegswärtel wurden quasi, das wird extra nochmal erwähnt, darauf hingewiesen, dass sie das auf keinen Fall gestatten und zulassen sollen. Und dann kommt eigentlich mein Lieblingsabschnitt in dieser Fechtordnung. Und zwar, die Fechter sollen miteinander, wenn sie sich beweisen, erbarlich und redlich fechten, wie vor Alters her kommen zu fechten, auch einander der Augen, Gesicht, Finger und Spindel so viel möglich verschonen. Mhm. Also, man soll sich so viel wie möglich auf die Augen, Gesicht, Finger und Spindel, bin ich mir auch nicht ganz sicher, was Spindel bedeutet, habe ich auch im Grimm-Wörterbuch jetzt nicht gefunden, verschonen, aber halt so viel wie möglich. Ne? Das heißt nicht, dass man sich gar nicht auf die Finger gehauen hat. Man hat es halt einigermaßen versucht zu vermeiden, ne? Wie es halt ist. Aber mein Bestes getan, den anderen nicht umzubringen. Hat heute leider nicht gereicht. Ja. Ja, es ist ja auch immer so eine Diskussion, Handtreffer, ja, nein, da könnte man vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen. Das ist auch keine unhistorische Diskussion und hier ist es ja auch so ein, ja, also wenn es geht, hauen wir uns nicht auf die Finger unbedingt, weil es ist ja auch vor allem ja nicht die, also höchste blutige Wunde ist typischerweise nicht am kleinen Finger, sondern halt irgendwo am Kopf und es bringt eigentlich auch nicht so viel dementsprechend. Ja, also es ist so ein bisschen wie, man soll das halt nicht als Taktik einsetzen. Ja. Es ist ja auch, also ich meine, es ist ja auch hinreichend unangenehm, da irgendwie mit einer, die haben ja nicht nur mit irgendwie leichten Waffen, also nicht nur mit Rapieren oder Tissäcken gefochten, sondern halt auch mit langen Schwertern und mit Stangen und mit Hellebarden und mit Mordäxten, ja. Und damit dann irgendwie auf die, also gut, okay, jetzt kann man natürlich sagen, ja, damit willst du auch nicht irgendwie eine Platzwunde am Kopf kriegen. Aber so die Finger zertrümmert bekommen, damals war ja noch nicht so viel mit Unfallchirurgie. Also wenn du da mit so einem zermatschten Finger zum Barbier gegangen bist, hat er auch gesagt, naja, ich kann dir das jetzt noch abschneiden. Kurzer Exkurs, hast du das mit der Entdeckung im Danzig mitbekommen und mit Thalhofer und Berthold? Ja. Super Sache, wer das nicht mitgekriegt hat. Dirk hat mal wieder eine neue Version von Danzig rausgebracht. Also das meine ich jetzt positiv. Es gibt den jetzt quasi auch auf Englisch, die im deutschsprachigen HEMA meistverwendetste Langschwertquelle sicherlich. Und er hat dann nochmal so einen Abschnitt sich angeschaut, der ausgestrichen war und den er früher immer nicht so richtig entziffern konnte. Und dieses Mal ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar wird da beschrieben, dass Thalhofer,
mit einem gewissen Berthold gefochten hat. Und Berthold hat Thalhofer besiegt. Und zwar hat er ihm auf die Finger gehauen und dann zum Kopf. Richtig geil. Ja, und der Berthold, der stand in der Lichtenauer Tradition, also der hat den Lichtenauer Shit gefochten und Thalhofer, der hat ja nicht den Lichtenauer Shit gefochten, sondern ja, also ein Thalhofer-Zeug da und bam, hat er die Rechnung kassiert. Ja, also irgendwie geiler Scheiß, weil das zeigt halt auch wieder, die Leute kannten sich wahrscheinlich in größerem Maße, ja, Danzig, direkter Bezug zu Thalhofer sozusagen, oder also nicht der Person Danzig, sondern das Fechtbuch und historischer Beleg von Handtreffern. Ja, also kann man sich jetzt drüber streiten, ob das mit den Handtreffern nicht authentisch ist oder in welchem Maße und so. Wie gesagt, vielleicht auch was für eine eigene Folge, aber ich sag mal, die Hinweise verdichten sich, dass das durchaus auch mal gemacht wurde. ja. Nichtsdestotrotz, zwei Abschnitte habe ich noch. Und zwar geht es jetzt am Ende nochmal über die Zuschauer. Ja, das vorher war jetzt ja alles quasi Fechten, also so ein bisschen auch chronologisch, ja. Ankündigung soll halt eben nicht mit unflätigen Reimen gemacht werden, dann wie die Fechtschule selber ablief. Und jetzt gibt es hier noch was zu den Zuschauern. Und zwar würden das gemeine Volk, die der Fechtschule zuschauen, ganz ungestimmt frohlocken, Dinge werfen, schänden, klopfen, Hüte und Mäntel wehen und anders unehrbare Gebärden über die Fechtmeister, über die Kriegswärtel und diejenigen, die im Fechten verwundet worden waren, geschrien. Und dadurch wurde dann große Hetzung und Verbitterung ausgelöst, sowohl bei den Fechtern als auch bei den zusehenden Personen. Und das soll man nicht machen. Ja? Also wir haben sie sind quasi laus geworden, haben sich irgendwie geäußert, haben Leute verspottet, sich irgendwie über die Fechter lustig gemacht. Auch das klassische Schiri anpöbeln, was ja auch in allen Sportarten gute Tradition ist. Und auch das soll bitte gefälligst unterlassen werden, ja? Was ist denn das hier für ein, was seid denn ihr für Zuschauer, die jetzt da hier mitgehen und irgendwie die Leute anpöbeln? Und ja, dann wird auch noch einer verwundet und dann wird der auch noch irgendwie, wird der noch angeschrien. Also auch das hier nicht unähnlich zu dem, wie man heute sagt, das war jetzt vielleicht nicht das beste Publikum. Das hat mich irgendwie gerade so ein bisschen an so einen Oktagon-Kampf erinnert, so drumherum. Ja, aber da ist ja auch ein großer Zaun drumherum, da kann man auch nicht ins Feld stürmen. Ja, okay. Oder nicht so einfach. Im Recht, ja. Und wer das macht, also wer sich da unehrbar gebärdet, der muss dann 6 Gulden in Münze zur Strafe bezahlen. Mhm. Und dann steht auch ein bisschen drin, dass man dann auch über sein Handwerk, hat man sich quasi auch unredlich gemacht und das soll auch sonst bestraft werden und das wäre überhaupt nicht ehrbar und überhaupt geht das ja mal gar nicht. Ja, und das war die Fechtordnung. Was meinst du denn dazu? Also ist das, ja, wie soll ich sagen, überrascht dich das? Es liest sich wie das DDHF-Rahmenregelwerk. So ein bisschen, ja. Da hat ja der Thomas eiskalt abgeschrieben. Ja, schon so ein bisschen dieses Ruhe am Set. Wir müssen uns jetzt mal ja, genau. Fechten. Licht, Kamera, Ruhe jetzt. Gefällt mir aber gut. Also ist so ein solche Ordnungen sind ja immer ein Spiegel der Zeit. Also wie du es ja auch schon gesagt hast, die ist ja nicht ohne Grund entstanden, sondern das ist ja immer eine Reaktion auf irgendwas, ne? Also man reagiert auf eben jenes Verhalten und ja, es schien damals ganz schön abzugehen bei den Fechtschulen. Ja. Hier ist dann noch was anderes drin und zwar eine Schulordnung des Fecht- und Exerzitienmeisters Johann Leonhard Bromek. Die ist ich habe es mir gar nicht angestrichen, ich glaube 1381. Da sind auch noch so ein paar Preise drin. Und zwar zum Beispiel soll ein Scholar dem Maitre seinen gebührenden Respekt geben, in Ermangelung dessen soll ihm bei Strafe obliegen 15 Kronen. Ja, also so eine Strafliste quasi. Also wenn du dem Chef da nicht genügend Respekt zollst. Genau. Mhm. Oder wenn ein Scholar nicht ohne Hut und Handschuh fechtet, das kostet dann 5 Kronen. Ja, so heute wäre es wahrscheinlich du hast ohne Maske gefochten, 10 Liegestütze.
Skularen, gotteslästerliche Worte und des Fluchens, 10 Kronen. Und im Endeffekt geht das jetzt hier halt so eine weiter, ja, so eine ja, Ordnung eben für den Fechtsaal und für den Unterricht, was man denn da so beachten soll. Auch sehr schön, wenn ein Skolar sich erfrechen würde, einem anderen mit Spitznamen zu traktieren, zu schimpfen oder wohl gar nach dem Degen zu greifen, 30 Kronen. Das ist die größte Strafe hier. Mhm. Und es sind auch so ein bisschen Preise drin für Lektionen. Wobei ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob das nicht doch aus dem 18. Jahrhundert war. Ich dachte, ich hätte das, aber ich habe hier irgendwie meine... Ah nee, das war was anderes, okay. Nee, das war von 1381, genau. Und den allerletzten Abschluss, da gibt es auch ein Fragment noch, und zwar wie eine Fechtschule aufgerufen wird. Die kommt tatsächlich auf, ist aus einem Sammelband, der aus dem 18. Jahrhundert kommt, wahrscheinlich aber halt abgeschrieben wurde von einem Text, der wesentlich früher kam. Und zwar durch Kraft und Macht von der Röhm, kaiserliche Majestät und wohlerworbenen Privilegio und Freiheit der ritterlichen Kunst des Fechtens, denselbigen ich auch bin nachgekommen, wie auch durch Kunst und Verwilligung eines hochedlen, hochweisen Rates dieser kaiserlichen und freien Reichsstadt Nürnberg, ist mir NN von NN, glaube ich, das heißt halt nicht leserlich, gebürtig meines Handwerks und ein approbierter Meister des langen Schwertes von Greifenfels vergund und zugelassen worden, das eine öffentliche, ritterliche, mannhafte Fechtschule angeschlagen zu lassen, dieselbige auch zu halten in allerlichen ritterlichen Gewehren, wie jedermann vor Augen sehen wird, auch soll mein Widerpart wissen, was auf dieser Fechtschule verboten ist. Ja, und dann würde quasi die Liste mit verboten kommen. Und ich finde es schön, dass in diesem Text 1, 2, 3 viermal von ritterlich die Rede ist. Mhm. Ja, also alles sehr ritterlich, wie das damals abging. Wirst du dann, wenn dies Jahr die Symphony of Steel und der Schwabenhau noch stattfinden, das auch so ankündigen und zelebrieren? Symphony of Steel wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben, das klappt vom Termin nicht. Schwabenhau könnte man sich natürlich schon überlegen, der hatte noch die Chance stattzufinden. Aber ich denke auch, es ist einfach wichtig, dass man das so ein bisschen seine Alltagssprache auch mitbringt und dann jeden Satz beginnt mit auf ritterliche Art und Weise bin ich heute Morgen ins Büro gefahren. Ja, also ich meine, Transfer in den Alltag, ne? So wie halt so neumodisch das Bushido abgefeiert wird als Lebensmantra, was man überall mit einbringen kann, kann man da ja dann auch sagen, dass man alles einfach auf ritterliche Art und Weise tut. Ich habe ja gerade auf ritterliche Art und Weise einen Banana-Milchshake gemacht. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Fechtschulordnung von Nürnberg. Plus die Geschichten aus Nürnberg, also auch hier ein Todesfall, sogar mit Lied. Auch das übrigens interessant, wir haben von den ganzen Fechtgildern zwei, oder halt aus dem Kontext zwei Lieder, das hier und nochmal eins, das ein bisschen fröhlicher ist. Was ich ganz interessant finde, weil eigentlich sollte man ja meinen, es sind Fechtgilden, die haben miteinander gefochten und sind wahrscheinlich in ihrer Gildenhalle rumgesessen, haben da miteinander Bier getrunken. Was werden die gemacht haben, außer singen den ganzen Tag und fechten? Singen, fechten, saufen. Ja. Also eigentlich müsste es da ja noch mehr geben. Falls da jemand entsprechende Funde hat, gerne Mail an uns. Ja, aber es ist jetzt schon interessant, dieses ganze Phänomen Fechtschule. Ja, es ist irgendwie schon Sport. Oh, was man noch gar nicht erzählt hat, das sollte ich vielleicht noch hinterher schieben. Zwei Sachen. Das eine ist, ein anderer Begriff für Fechtschule ist Schirmschule. Der steht so häufig in den Quellen drin. Also wer da irgendwie mal Archivrecherche betreiben will oder googeln, Schirmschule ist auch ein Begriff für. Und es gab nicht nur das Fechten gegeneinander, sondern es gab da durchaus auch mal auch zur Einleitung zum Beispiel noch so ein bisschen Rahmenprogramm. Da konnte sein, dass irgendwelche Musikgruppen noch gespielt haben zum Auftakt oder dass auch so also Schaukämpfe gemacht wurden, dass man quasi einstudierte Stücke gezeigt hat, beziehungsweise Leute auch teilweise auch vor den Gefechten noch so ein bisschen sich in, in Szene gesetzt haben und dann zum Beispiel noch so solo ein bisschen das Schwert geschwungen haben, um einen interessanten Eindruck zu machen. Oder der Fechtmeister, der das organisiert hat, hat das häufig auch, oder ich weiß nicht, ob es häufig war, aber er hat es auf jeden Fall auch gemacht zum Auftakt der Fechtschule. So ein Flourish. Ja, genau. Also ein bisschen halt zeigen, was man ist, wer man ist und was man kann. Meyers Rose abgewedelt. Und wir hatten das ja auch mit Preisfechten in der letzten Folge. Es war durchaus auch so, wenn man halt das Geld dann bekommen hat, gab es auch sichtbare Zeichen, wenn man zum Beispiel eine Fechtschule gewonnen hat. Ja, verschiedene Varianten davon. Es gab zum Beispiel die
wie heißt das nochmal, das, was man auch römischen Kaisern aufsetzt, das, wo Cäsar in den Asterix-Comics immer mitgezeichnet wird, das Kuhzeugs auf dem Kopf? Den Lorbeerkranz. Ah, genau, Lorbeerkranz. Da hast du zum Beispiel als Gewinner der Fechtschule einen Lorbeerkranz gekriegt. Den konntest du dann halt außen an deine an dein Haus packen oder wenn du Fechtmeister warst, natürlich auch an deine, also an den Ort, wo du Fechten unterrichtet hast. Ich will jetzt nicht den Begriff Fechtschule nochmal verwenden, ja. Aber das war halt auch so ein bisschen Aushängeschild dann. So, hey, ich habe die Fechtschule hier gewonnen. Ist aber natürlich auch unklar, wie oft, ob das jetzt jeden Sonntag war oder und dann irgendwann ganz Nürnberg so ein Ding bei sich hängen hatte oder ob das, wie das genau ablief, das weiß ich nicht. Ja, können wir das jetzt eigentlich als Sport bezeichnen? Das, was da damals abging mit stumpfen Waffen? Denn wenn wir uns das so durchlesen, ja, man sollte es schon vermeiden, seinen Gegenüber umzubringen, aber wenn es passiert, ja, kommst, ja, im schlimmsten Fall kommst du mal irgendwie ein paar Tage ins Loch oder einige Zeit, ja, okay. Aber dann kommst du wieder raus und dann kannst du zur nächsten Fechtschule gehen und dort noch einen abmuxen. Also das wäre jetzt heute nichts, wo ich sagen würde, oh, da habe ich ja Lust, meine Wochenenden mit zu verbringen. Ständiger Todes- und Verletzungsangst zu leben. Dazu muss man vielleicht noch bedenken, also auch wenn das jetzt, also die, wie sage ich das? Heute ist es ja, hat der Staat ja das Gewaltmonopol und der sorgt halt auch für das Verteilen von Strafen. Und sagen wir mal, auch wenn da jetzt das nicht so klang, als wäre der super lange im Gefängnis gewesen, das wäre halt die heutige Forschung, da kommst du halt ins Gefängnis bei. Dieser Ehrverlust, den du hast, natürlich, dass du dich da nicht gut verhältst, je nachdem, was du beruflich machst, ist natürlich schon ein Ding, dass du auch deiner Gemeinschaft unter Umständen auch mal ausgeschlossen wirst. Auf der anderen Seite sind wir hier auch in einer Zeit, wo man in die nächste Stadt kann, wo einen dann vielleicht auch mal keiner kennt. Mhm. Also ich weiß es nicht genau. Es ist aber natürlich schon als Sport gedacht, ne? Also hat ja auch ganz klar diese Regeln, so Verbote. Also man hat ja schon versucht, das sicherer zu machen. Wie sicher dann es tatsächlich war, also zum Beispiel jetzt die Chroniken von Nürnberg, die erste Fechtschule, die hier aufgeführt ist, ist 1566 und die letzte 1598, also ein Zeitraum von 32 Jahren und es gibt einen beschriebenen Todesfall. Also ob man da jetzt wirklich in ständiger Angst leben musste, sich stark zu verletzen oder dran zu sterben, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, die Abschätzung des Risikos, was man bereit ist, in Kauf zu nehmen für sein Hobby, und das war ja hier ein Hobby, also die Leute, die da mitgemacht haben, waren in der Regel, hatten die einen anderen Beruf, auch von den Fechtmeistern haben viele noch einen anderen Beruf gehabt und waren nicht auch beruflich Fechtmeister, ist eine andere als heute, würde ich mal sagen, oder? Ja, du meinst hauptberufliche Fechtmeister heute ist was anderes als damals. Nee, also tatsächlich viele von den Leuten, die auch so als Fechtmeister erwähnt werden, dass die Fechtschulen machen, die haben einfach noch einen anderen Beruf und machen nebenher noch Fechtmeister. Ah, okay. Es gibt ein paar, die es Vollzeit machen, aber das sind auch nicht alle. Na gut, okay, aber das ist ja quasi wie heute. Ja, also wir verdienen jetzt kein Geld damit, wenn wir irgendwelche Events veranstalten, aber das könnten wir natürlich, dann wäre es durchaus nicht unähnlich. Wir haben halt einen ganz normalen Job und haben halt Bock auf Fechten und treffen uns da und messen uns da mit Leuten und ja, wenn sich einer verletzt, ist doof, aber es gibt natürlich Regeln, die das verhindern sollen. Also ganz klassisches nebenberufliche Einkunft, Nebeneinkommen mit als Fechtmeister sozusagen. Ja, es ist ja immer so die Diskussion und auch das Argument. Damals waren wir ja noch viel näher an dem ganzen an Gewalt dran, an Kämpfen dran. Das war ja auch zu einer Zeit, wo man dann als Bürger einer Stadt auch in der Stadtmiliz mitgeholfen hat und teilweise, also je nachdem, wann wir genau zeitlich reden, halt auch Waffen haben musste. Nicht so ein, man konnte Waffen haben, sondern du wurdest gemustert, ob du auch ausreichend bewaffnet warst, falls mal der Feind vor den Toren steht und man die Stadt verteidigen muss. Und ja, die Leute haben trotzdem einfach noch zum Spaß dann miteinander gefochten. Die Leute haben Spaß dabei gehabt, das zuzuschauen. Es war eine Riesengaudi. Oder, weiß nicht, ob es eine Riesengaudi war. Es war eine Gaudi. Ausreichend groß, dass es sich gelohnt hat, das zu machen. Und ich sag mal, was heute so ein bisschen abgeht, sind ja die Zuschauer. Das ist natürlich schon, also wenn hier ein HEMA-Turnier machst, dann gibt es da nicht große Mengen Zuschauer. Aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen das Ding gewesen. Es konnte ja schon passieren, dass sich einer schwer verletzt. Ist ja die Frage, ja.
ist jetzt die Frage, warum es heutzutage keine Zuschauer gibt. Also ich meine, vielleicht wissen das viele auch nicht, dass sich da Leute mit Schwertern prügeln. Und wenn man da die Hallen öffnen würde und das bewerben würde und sagen, hier kommt und schaut, ob dann nicht auch der normale Bürger kommt und sich ein HEMA-Turnier ansieht. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du dann eben die Zuschauerregularien wieder durchsetzen musst. Ja, also tatsächlich auch das mit dem, die Zuschauer sind ganz ungestüm und schreien durcheinander. Also das habe ich auch schon auf mehreren Turnieren erlebt, dass dann halt der Schiedsrichter gesagt hat, jetzt mal einmal die Zuschauer alle Klappe halten, weil der Kämpfer hört ja gar nicht mehr seine Anweisungen. Yep. Oh, eine Sache. Da sind wir jetzt total drüber hinweggegangen. Das haben wir immer nur erwähnt, und zwar Gänge. Das Konzept von Gängen. Ich glaube, das sollte man noch kurz erwähnen, weil das ist ja auch so ein interessantes Fechtschulkonzept. Beziehungsweise weiß keiner, wie es genau funktioniert. Mhm. Jetzt nehmen wir an, wir fechten miteinander im langen Schwert mit Fechtschwertern. Dann fechten wir auf eine bestimmte Zahl Gänge, zum Beispiel 3. Und es muss jetzt nicht sein, dass wir so lange gefochten haben, bis einer von uns eine blutige Kopfwunde hatte. Sondern wir konnten auch diese 3 Gänge fechten, dann war es vorbei, dann haben wir halt unsere Waffen wieder hingelegt und sind unseres Weges gegangen oder haben mit dem nächsten gefochten. Und was nicht so ganz klar ist, ist, was genau ist denn jetzt eigentlich ein Gang? Also es gibt so ein Jahr und du durftest dann halt x Angriffe machen und dann halt keine mehr, dann war der andere sozusagen dran, so ich durfte in einem Gang 3 Angriffe machen und dann, wenn ich die aufgebraucht hatte, waren sie halt weg, dann durfte ich nicht mehr angreifen. Ich sag mal so, in den Details, wie das in der Praxis ausgesehen hat, ist mir das nicht so ganz klar, weil wenn man das mal bei sich im Fechten probiert, also so im normalen Vereinssparring so, du hast jetzt 3 an, also jeder von euch hat 3 Angriffe, wenn sie weg sind, sind sie weg, dann ist es halt eine super Taktik, dem anderen die Angriffe einfach verbrauchen zu lassen, so versetzen, 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 und dann darf er nicht mehr angreifen, ist er komplett in der Defensive, und das ist eine ganz, ganz blöde Situation, in der man sich dann befindet. Und so was genau bedeutet das jetzt? Also wenn ich meine Angriffe verbraucht habe, darf ich dann noch, also versetzen darf ich dann wahrscheinlich noch, aber wo ist dann so die Grenze zwischen Gegenangriff und was ist, wenn ich jetzt so versetze und dann läuft er mir zufällig in die Klinge rein und dann habe ich ihm doch eine Wunde geschlagen? Also das ist mir mit den Grenzen nicht so ganz klar, wie das hier aussieht. Aber deshalb konnte es halt auch sein, dass man dann einfach kein Ergebnis hatte. Ja, man hat da 3 Gänge gefochten. Die Angriffe wurden von beiderseitig einfach abgewehrt. Keiner eine blutige Kopfwunde, geht's wieder weiter. Also nicht jeder Kampf muss zwingend so enden, weil dann, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe auf blutige Kopfwunden ich an einem Abend fechten würde, wenn ich jetzt mal mit der Wunde rausgehe. Das muss man schon ein bisschen mögen. Geht doch nichts über einen schönen Renommierschmiss. Ah, der Schmiss ist ja eher so auf der Backe, aber eigentlich willst du ja eher zum Scheitel. Das wäre ja das höchste mögliche Ziel. Ja, kannst ja auch einen Schmiss zum Scheitel haben. Siehst du da natürlich nicht so schön, wie wenn dir jemand durch die Wange geschnitten hat. Ja. Ja, aber was meinst du jetzt so? Also ich meine, wäre das was für dich so? Fechtschüler nach historischem Vorbild, höchste blutige Kupferhunde? Oh, zum Zuschauen bestimmt gerne. Als Zuschauer, da kann ich mich mit dem, was da beschrieben ist, damit kann ich mich gut identifizieren. So ein bisschen rumpöbeln, reinrennen. Genau mein Ding. Die 10 Kronen zahle ich dann auch noch. Ja. Ob ich das jetzt unbedingt haben muss, da mitzufechten? Ja, geht so. Ist übrigens auch tatsächlich ein Forschungsthema. War das irgendwie Sport, um des Sportes willen? War das Übung zur Selbstverteidigung für den Ernstkampf? Lassen sich diese Aspekte überhaupt trennen oder nicht? Ja, war es die wahre Kunst oder war es nur dreckiges Sportfechten, was sie da gemacht haben? Man weiß es nicht. Da habe ich vielleicht noch einen Buchtipp. Wobei es die Papers auch online gibt, da muss man nicht unbedingt das Buch kaufen, aber ich habe es hier. Und zwar Argon und Distinction, soziale Räume des Zweikampfes zwischen Mittelalter und Neuzeit. Und da gibt es 2 Papers, die sich eben genau mit Fechtschulen beschäftigen. Sind auch einige andere interessante dabei. Leider auch ein paar Papers auf Italienisch. Ich hatte zwar Italienisch in der Schule, wie schon angemerkt, aber die kann ich auch nicht lesen. Nichtsdestotrotz, es ist eine akademische Veröffentlichung, die auch gar nicht so teuer ist. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Mhm.
Ich habe noch was Interessantes gefunden. Und zwar im Buch von Karl Wassmannsdorf in 6 Fechtschulen. In der Einleitung, in einer Fußnote, also wirklich so gemacht, um es zu überlesen, ist das Thema Feder, also die Bezeichnung Feder, okay, thematisiert und auch, wie es mit Federfechter zusammenhängt. Und da steht folgender Satz: In keiner Quelle, weder in den Wörter- und Fechtbüchern noch sonst wo, kommt eine Fechtwaffe Feder vor. Sie ist einzig und allein erfunden worden, um eine Erklärung des Namens Federfechter zu gewinnen. 2 Ausrufezeichen. Das war jetzt quasi von Karl Wassmannsdorf selber, oder? Ich weiß gar nicht, ob das seine Anmerkung ist oder ob das die aus der Quelle kommt, die er hier zitiert. Ja, spannend. Aber das auf jeden Fall nochmal was zum Nachlesen. Also, ne, das Buch gibt es bei Google Books online kostenlos, gleich auf Seite, was ist das, Seite 9. Ah, das können wir auch in die Shownotes packen. Ja. Findet ihr in den Fußnoten diesen Kommentar. Fand ich gerade nochmal super spannend, als ich hier so ein bisschen nebenbei drüber gelesen habe. Ja, in diesem Sinne wollen wir einfach die Daumen drücken und hoffen, dass wir auch bald wieder zu dem Punkt kommen, wo jeden Sonntag in jeder Stadt HEMA oder in jeder größeren Stadt HEMA-Events sind. Genau, wo mit Fechtgeräten, die vermeintlich Feder heißen, gefochten wird. Wir nennen sie ab sofort Fechtschwerter. Begriffsverwirrung, einfach neue Begriffe einführen. Ja, Schwertgeflüster, der Fakten-Podcast. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, tschüss. Ciao. Liebe Hörer, für die nächste Folge braucht ihr eine Packung Spaghetti, sonnengereifte Tomaten und ein scharfes Schwert. Denn wir reden darüber, wie man im Mittelalter ordentlich gepöbelt hat. Und zwar auf Italienisch. Hört rein in die Folge mit Michael Fürschuss zum Thema Fiore dei Liberi. Viel Spaß!